Ursprünglich hatten wir ja geplant, weiter nach Bolivien zu reisen und dort in die Salzwüste zu gehen. Aber ratet mal, uns war es zu kalt. Stattdessen sind wir jetzt hier am Strand in Mancora. Haben wir irgendwie spontan rausgesucht, was denn in Peru gutes Wetter hat. Und es ist echt ein mega schöner Ort hier. Also war der Wahnsinn. Wir waren hier unter anderem zum Beispiel surfen. Ich hatte meine erste Surfstunde. Ich bin sogar aufgestanden, Leute. Hey, good wave. Okay, auf jeden Fall haben wir auch noch Schildkröten geguckt. Oh, die kommen direkt auf dich zu. Pass auf, hinter mir. Die tackelt dich einfach. Hier ist doch gar keine. Wasser. Genutzt, um da kommt ein Quad. Ich habe Angst vor Quads. Ich bringe einen Nervenzusammenbruch gleich wieder. Ich schwör's euch. Was wollte ich gerade sagen? Und die Zeit genutzt, um viel zu essen. Mancora sieht übrigens nicht überall aus wie hier. Wir laufen nur von unserem Hotel gerade. Ich denke so, die sind doch am Arsch der Welt, du. Wir haben ein Erdbeben erlebt. Oh mein Gott, wir haben ein Erdbeben miterlebt. 5,6 Stufe und es war nicht mal so weit weg von uns. Die Situation war ungefähr so. Wir haben geschlafen im Bett so. Und dann so. Und dann sind wir schnell zum Fenster gerannt. Mirella. Du bist zum Fenster gerannt, um zu gucken, was die, ob eine Tsunami-Welle kommt oder was die ob Tiere machen. Ob noch Tiere da sind. Und ich bin zum Fenster gerannt, um mich in den Türrahmen zu stellen. Weil bei Erdbeben soll man sich in den Türrahmen stellen. True, wir waren also komplett vorbereitet auf das Schlimmste. Ist aber nichts passiert. Das Einzige, was das passiert ist... Das war eine Balkontür, kein Fenster. Ich bin nicht dumm. Das Einzige, was passiert ist, dass wir beide direkt getwittert haben, was passiert ist. Aber es war ein krasses Gefühl, weil es war erst so ein Vibrieren und dann war es so ein Schütteln. Das, ne? Also ich habe... Und wir haben die Zeit genutzt, um viel Produktives zu tun. Das heißt, ihr könnt mal die Videos auf unseren beiden Channels abchecken, die letzte Zeit rausgekommen sind, denn da ist ganz schön viel passiert, denn wir brauchen Content, den wir euch liefern müssen. Deswegen habe ich nicht so viel in Mancora gevloggt, aber ich habe hier einen wunderschönen typischen, ich habe meine Kamera an der Fresse, den Schatten zumindest, den typischen Reisevlogger-Style. Ich mache total tolle Momentaufnahmen und unterlege sie mit romantischer Musik. Viel Spaß! Yeah. Didn't feel this way at 17.
A 17 didn't let it get the best of me. The best of me, pouring up a glass of Hennessy. The Hennessy, pouring out for all my enemies. My enemies, I don't know why you be testing me. Texting me, I can't waste up all my energy. My energy, I don't know what you expect from me. Expect from me, didn't feel this way at 17. At 17, yeah. Any minute of the day gone, yeah. I can answer cause this plane about to take off. Take couple off. Days cause I promised I wouldn't stay long. I don't know why you're so bitter. I don't know why you're so bitter. I don't know why you're so bitter. Yeah. Wir sind in Lima angekommen. Miralla hat jetzt eine Decke an, weil sie keine Hose anhat. Okay, Baby. Da hast du dein Baby Titel. Girl. Mit Miralla. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Absolut. Das ist mein letzter Tag heute. In ein paar Stunden geht's für mich zurück nach Deutschland. Mein Flug hat Verspätung. Toll. Aber das ist halb so wild. Wir verbringen jetzt noch einen letzten Tag hier. Ich habe meine letzten Stunden sehr produktiv verbracht mit diesem Ding. Echt wahnsinnig toller Föhn. Ich habe meine Zeit noch nie produktiver genutzt als mit diesem Föhn. Dieser Föhn föhnt vielleicht Haare von einem 30-jährigen Typen, der fast keine mehr hat, weil er Haarausfall hat. Versteht ihr, was ich meine? Außerdem haben wir so eine komische viereckige Toilette. Das ist das Unangenehmste, auf was ich je gesessen habe, um zu urinieren und weitere Geschäfte zu verrichten. Aber gut. Und ich bin sehr traurig, dass ich Südamerika wieder einmal verlassen muss. Und mich. Oh. Ja, und ich. Aber wir sehen uns bald wieder. Denn Miralla fährt nach Hause. Wuhu. Die bleibt auch nicht mehr hier. War ja 4 Monate hier, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Und wir verlassen beide heute Südamerika. Tschüss. Ich weiß morgen eigentlich, aber ist okay. Zumindest für ein paar Wochen. Miralla, ich habe einen kleinen Flashback. Been there, done that. Vielleicht diesmal lässt du dein Shirt weiß. Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich hätte ich mal ein anderes T-Shirt anlassen sollen. Mhm. Anlassen. An. Also ich hatte das ja nicht drei Wochen lang jeden Tag und heute hast du es nicht an. Scheiße, Mann. Wie ihr euch vielleicht erinnert, wenn ihr den Vlog von vor drei Wochen gesehen habt, den vorletzten, habe ich noch was übrig und zwar einen kleinen Gutschein für ein Piercing. Das ist natürlich sehr dramatisch jetzt und ich habe mich dagegen entschlossen, mir einen Piercing stechen zu lassen, beziehungsweise einfach das Piercing, was mir rausgefallen ist, nochmal stechen zu lassen und deswegen hat sich Miralla aufgeopfert. Oh, gut, dann lass ich mich halt piercen. Aha. Intim-Piercing natürlich. Ich halte übrigens die ganze Zeit diese Seite meines Gesichts in die Kamera, weil ich hier einen riesen Pickel bekommen habe. Also bitte lasst das unkommentiert, dann bleiben wir Freunde. Okay, gehen wir jetzt erstmal zum Piercer und durchlöchern Mirellas Körper. Läppchen. Oh, Läppchen. Läppchen. Da sind wir wieder am Ort des Geschehens. Ich habe mich ja dagegen entschlossen, weil es so mega weh getan hat, dass ich mich echt eingeschissen habe fast. Wie fühlst du dich, Mirella? Ich habe noch nicht so viel drüber nachgedacht, weil ich sonst weiß, dass ich echt Angst kriege. Ich werde es einfach schnell, hoffentlich schnell machen und dann ist es gut. Nein. Ja. Wow. Und how do you feel? Rettet.
Pierced. Oh mein Gott, tatted up, pierced. Was kommt als nächstes? Man weiß, es hat echt wehgetan. Hat's wehgetan? Ja. Ich dachte mir schon. Aber ist okay, ich hab's überlebt. Kriege ich jetzt was zu essen? Jetzt kriegst du zur Belohnung was zu essen. Wir machen weiter mit einer schönen Shopping-Tour. Wir sind gerade schon in einem Laden richtig ausgerastet. Unter anderem habe ich das hier gekauft und die Miralla diese Sonnenbrille. Wow. Und noch ein paar andere Sachen, aber es ist jetzt hier kein Haul und auch kein Anti-Haul. Ich finde die Sachen nämlich tatsächlich sehr schön. Jetzt müssen wir nicht nur Souvenire für uns selbst kaufen, sondern gefälligst auch für andere Menschen. Wir müssen unsere Postkarten abschicken. Oh mein Gott, unsere Postkarten. Am letzten Tag ist immer so. Kann ich die auch direkt mit nach Hause nehmen, aber die Geste ist einfach viel schöner. Und okay, da ist ein komischer Typ hinter mir, der die ganze Zeit grunzt und ist komisch, weil das hier in die Kamera drin. Aber er ist ganz süß, deswegen macht es mir überhaupt nichts aus. Guck mal, wie viele Freunde wir haben. Wir haben echt viel zu viele Freunde. Wir müssen unbedingt Freunde aussortieren. Die besten Postkarten aller Zeiten. Das stimmt. Look. Wow. Kelly bei Machu Picchu. Kelly bei diesen Canyon-Dingen, Kelly und Vanessa. Me. Schau mal, da waren wir. Do you remember? Ich liebe die Flauschbällchen. Ich habe die schon bei mir in der Wohnung hängen. Aber ein kleiner. Und hier sind richtig große Flauschbällchen, die man sich in die Wohnung hängen kann. Ich wollte andere was kaufen, nicht für dich. Oh, Scheiße. Da ist die Mona Lisa. Ich dachte, die wäre in Paris. Mona Lisa? Dachte, was machst du hier? Ich dachte, du hängst in Paris. Hast du sie angefasst? Nein, nur ihre Aura. Oh. Ich bin ehrlich gesagt super überfordert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was tun wir hier? Es ist halt schwierig, weil man will den Leuten ja auch nicht irgendeinen random Scheiß mitbringen, den sie dann eh nicht brauchen, nur um des Mitbringens willen. Das ist halt auch irgendwie unnötig. Ich hab da was für dich. Hast du was für mich? Was damit? Es ist soweit, der Abschied beginnt. Wir sehen uns in einer Woche oder so wieder. Wenn ja, ich in Köln bin. Natürlich kannst du bei mir schlafen. Das ist auf meinem Laptop. Oh. Kann ich aber bei dir dann schlafen? Aber nicht auf meinem Laptop sitzen. Tschüss, Mirella. Komm gut nach Hause. Tschüss, du auch. Tschüss. Oh. Tschüss. Hola. Bien, gracias. Mann, wer hätte gedacht, dass man so schnell von Lima nach Köln kommt? Ich hab's geschafft! Ich hab uns nach Hause gebracht! Woo! Ich sehe zwar absolut fertig aus, aber mir geht's gut. Trotz etwas Verspätung, ich glaube, ich war schon wieder über 24 Stunden unterwegs, aber man kann nichts machen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne daumenieren, das heißt einen Daumen hoch geben und abonnieren. Ich habe, glaube ich, festgelegt, dass ich wieder feste Upload-Tage machen will. Momentan denke ich an, was nochmal? Denn ich werde diese wöchentlichen Vlogs wahrscheinlich weiterführen, wenn es euch denn gefällt. Stimmt doch mal oben in der Ecke ab, welcher Tag euch für die Vlogs am liebsten wäre und ich versuche das mit der Zeit so zu arrangieren, wie es euch allen passt oder zumindest den meisten von euch, weil allen kann man es ja nie recht machen. Leider. Und um nichts zu verpassen, könnt ihr natürlich das Glöckchen aktivieren, dann bekommt ihr Push-Benachrichtigungen jedes Mal, wenn ich ein Video hochgeladen habe und verpasst wirklich gar nichts von meinem Leben. Hört sich das nicht super an? Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Richtiger Genießer. Du musst aber sein. Muss auch noch.